Hallo Freunde des gepflegten Bartes, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, in dem dritten und letzten Teil soll es um die Aftershave-Produkte der Firma Cremo gehen und um welche es sich hier im Einzelfall handelt. Das seht ihr nach dem Intro. Die heutigen Produkte, die ich gerne unter das Thema Aftershave verteilen möchte, sind hier das Teebaumbartöl, das Forest Blend Bartöl, das Cremo Beard Balm und die Beard and Scruff Creme. Beginnen wir aber als erstes mit den beiden Bartölen. Wir bekommen hier eine typisch bekannte bartölmäßige dunkelbraune Flasche mit schwarzem Pipettenverschluss und der Cremo-typischen Aufmachung, helles, klares Design mit dem Firmenlogo Cremo. Beide Flaschen weisen 30 Milliliter dieses Bartöls auf. Dieses Bartöl lässt sich wie gewohnt wunderbar leicht in eurem Bart verteilen und mit der Pipettenverschluss natürlich optimal dosieren. Ein paar Tropfen dieses Bartöls wie gewohnt zwischen euren Händen verreiben und in eurem Bart einpflegen. Das Barthaar erhält dadurch Glanz, es wird weicher und lässt sich somit optimal weiter verarbeiten durch einen Bartkamm oder eine Bürste in gewünschter Form. Kämmen oder Bürsten. Ist das Bartöl in eurem Bart aufgetragen, empfehle ich euch das Beard Balm der Firma Cremo. Ein angenehmer Duft und es lässt sich kinderleicht verteilen. Dazu einfach nur mit dem Daumennagel die gewünschte Menge. Ich empfehle hier Erdnussgröße zwischen euren Händen verteilen und nach den ersten beiden, zwei, drei Reibungsbewegungen werdet ihr merken, dass sich das Beard Balm super schnell auflöst und sich in euren Handflächen befindet. Dadurch habt ihr optimale Kontrolle mit euren Händen durch den Bart zu gehen und dem aufgrund des Beard Balms eine ordentliche Struktur zu verleihen. Danach, nachdem das Beard Balm in eurem Bart sich befindet, noch einmal durchkämmen bzw. durchbürsten und wenn der ein oder andere noch möchte, mit einer Rundbürste und einem Föhn dem Barthaar die gewünschte Form verleihen. Und diese bleibt auch über mehrere Stunden erhalten und wird umhüllt von einem angenehmen Duft. So wollt ihr zum Beispiel nicht so einen großen Aufwand betreiben, Bartöl, Beard Balm aufzutragen, kann ich euch die Beard and Scruff Cream empfehlen. Diese ist, wie ihr vielleicht seht, schon flüssiger als ein Beard Balm, dadurch, dass es sich halt um eine Creme handelt. Diese lässt sich ebenfalls wunderbar und angenehm in eure Hände verteilen bzw. in eurem Bart einmassieren, einpflegen und wunderbar lässt sich der Bart dann auch in gewünschte Form, in gewünschte Form bringen oder das Barthaar wie gewünscht zurecht bürsten oder kämmen. Auch diese Creme ist mit diesem bekannten Broschüre ausgestattet, wo ihr nochmal einzelne Produktinformationen für die unterschiedliche Bartlänge erhaltet. Das einzigste Manko, was ich an dieser Beard and Scruff Cream sehe, ist der Duft. Öffnet ihr den Tiegel, riecht es ja wunderbar eigentlich nach Kokos oder ja. Ja, es riecht nach Kokosnuss und Pfefferminz. Und wenn ihr es zwischen den Händen verreibt, auch noch. Aber und wenn ihr es allerdings in eurem Bart einpflegt und noch lange in euren Händen habt, riecht es doch etwas. Ja, also mein persönlicher Geruch oder Geschmack ist es nicht, da es sich so. Ja. Ich möchte nicht sagen chemisch, aber es ist halt nicht so mein Duft. Aber jeder Geschmack und ja, Geruchsempfindung ist anders und darum kann ich euch nur sagen, versucht es selbst. Also zusammenfassend kann man sagen, bietet Cremo unter anderem in der für mich
zu sehen in Aftershave-Kategorie viele verschiedene Produkte für jeden das einzeln passende dar. Zum Beispiel Bartöle, Beardbalms oder halt auch Cremes. Jeder sollte für sich selbst entscheiden, für was er sich entscheidet, was er nimmt und mit welchem Produkt er glücklich wird. Das war's mal wieder von mir und das war's auch mit der Cremo-Pflegeserie. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck davon geben, welche Produkte die Firma Cremo für euch bereithält. Das war natürlich nur ein kleiner Teil, denn die Produktpalette ist noch viel größer. Natürlich findet ihr alle Informationen zu Cremo selbst und den heute gezeigten Produkten wie gewohnt unten in der Infobox. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und freue mich, euch auch das nächste Mal wieder hier auf meinem Kanal bzw. Playlist begrüßen zu dürfen. Also bis dahin, beste Grüße, euer TK.